Knight Rider. Die Abenteuer des Michael Knight. Er kämpft für die Unschuldigen, die Hilflosen, die Machtlosen. An seiner Seite Kit. Ein Auto, ein Computer, ein Wesen. Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Ein schwarzes Pferd jagt über die Rennstrecke. Die Hufe trommeln, der Wind pfeift. King Jack trainiert. Auf seinem Rücken Maxine Fleming, geduckt. So preschen sie durchs Ziel. Huff, King Jack, du würdest mich bis ans Ende der Welt tragen, wenn ich dich ließe, stimmt's? Warum hast du ihn denn nicht richtig laufen lassen, Max? Wie meinst du das? Du hast doch gesagt 23,5 Sekunden auf die Viertelmeile. Richtig. Das eben waren aber 24. Und das Rennen morgen geht über die fünffache Distanz. Wie willst du das schaffen? Sie darf ihn aber auch nicht überanstrengen, sonst macht er irgendwann schlapp. Der Onkel Doktor hat gesprochen. Naja, King Jack ist stark. Er ist das stärkste Pferd, das ich jemals geritten bin. Ich weiß, jedes Pferd hat seine Grenzen. Aber jetzt versuch's nochmal. Okay, King Jack, es geht los. Also, eins, zwei und ab. Hey! Fast aus dem Stand jagt King Jack los. Er scheint über die Bahn zu fliegen. Schneller und schneller hetzt er vorwärts. Und dann plötzlich, er strauchelt und stürzt. Sofort sind Tommy und Dr. Thorpe zur Stelle. Bleib liegen, Kleines. Wie geht es ihm? Ist er okay? Ich fürchte, nein, Max. Seine Vorderhand sieht böse aus. Sie ist zertrümmert. Oh, nein! Machen wir der Sache ein Ende. Nein! Nein, das dürfen Sie nicht! Nein, nicht erschießen! Es muss doch irgendeine andere Möglichkeit geben. Du bist doch Arzt. Und als Tierarzt sage ich euch, dass er keine Chance hat. Und er hat schlimme Schmerzen. Ich werde ihn erlösen. Nein, nein, ich kann ihn pflegen. Ich kann mich um ihn kümmern. Bitte, bitte, nein, Tommy, nein! Komm, Max, beruhige dich. Am nächsten Tag ist Michael auf dem Weg zum großen Rennen. Geschmeidig, temperamentvoll, schnell wie der Wind. Oh, sehr gut, glaube ich, Michael. Doch nicht du, Kid. Das ist die Beschreibung von King Jack. King Jack? Maxines Pferd. Ach, ein Pferd. Stur, nervös, panisch, teuer in der Haltung. Im Gegensatz zu dir. Richtig. Und es schafft gerade 60 Kilometer in der Stunde. Und das auch nur über eine kurze Strecke. Alles nicht sehr effektiv, wenn Sie mich fragen. Ach, du bist doch bloß neidisch, weil du nicht reiten kannst. Oh. Und heute ist Maxines großer Tag. Maxine Fleming? Genau. Erinnerst du dich noch? Die Grimaldi-Sache. Könnte ich die vergessen? Sie haben mich vor Ihre Kutsche gespannt. Ich habe gedacht, als nächstes muss ich wohl den Acker umfliegen. Übrigens, Kit, könntest du vielleicht Bonnies magische Geldmaschine mal für mich anpumpen? Das Ganze nennt sich mobiler Geldautomat. Und magisch ist daran nun wirklich nichts. Wir müssen für jeden Penny einstehen, Michael. Naja, ich weiß. Aber ich bin diese Woche ein bisschen knapp bei Kasse. Michael, Sie denken doch wohl nicht daran, Betriebskapital der Foundation für irgend so ein Risikogeschäft zu verwenden. Wetten meinst du? Zum Beispiel. Ich? Aber Kid. Nun gut, $40. Aber keinen Penny mehr. $40. Danke. Und außerdem, King Jack verliert ganz bestimmt nicht. Michael. Auf der Rennbahn packt Maxine gerade ihre Sachen zusammen, als Michael den Stall betritt. Darf King Jacks größter Fan reinkommen? Hi, Michael. Hi, Max. Du hast es also noch nicht gehört? Was ist passiert? Es tut. King Jack? Ich habe ihn trainiert. Und plötzlich ist er gefallen. Naja, einfach so unter mir, mitten im Galopp sprang ich. Ich wollte seinen Sturz noch abfangen, aber seine Vorderhand... Gebrochen? Der Gnadenschuss dröhnt noch in meinen Ohren, Michael. Ach, wenn ich doch nur... Es war bestimmt nicht deine Schuld. Ach, ich habe ihn einfach zu sehr gefordert. Ich hätte mehr Rücksicht nehmen müssen. Ach, das glaube ich nicht. Ihr zwei wart doch ein Team. Das ideale Gespann. Du hast doch sofort gespürt, wenn er auch nur ein Eisen verloren hat. Und versuch doch nicht, die Tatsachen wegzureden. Ich bin einfach unfähig. Ich werde mich wohl nie wieder auf ein Pferd setzen. Das glaube ich nicht. Ach, ich weiß, du meinst es gut, Michael, aber
Ich habe schon eine Busfahrkarte nach Atlanta für morgen. Erst komm raus und zeig mir, wo es passiert ist. Michael. So leicht kommst du mir nicht davon. Du weißt doch, wenn man vom Pferd fällt, muss man sofort... Ja, muss man sofort wieder aufsteigen, ich weiß. Aber diesmal geht es nicht, denn das Pferd ist tot. Und da draußen auf der Bahn, da erinnert mich alles daran, was passiert ist. Bitte, Maxine. Gemeinsam gehen die beiden ins Geläuf. Kit rollt ihnen nach. Da, genau da ist es passiert. Bist du sicher? Michael, ich habe ihn doch geritten. Wer war außer dir noch hier, Max? Mein Partner, Tommy Lee Burgess und Dr. Thorpe. Der hiesige Tierarzt. Ja, genau. Was hoffst du eigentlich hier draußen zu finden, Michael? Kit? Ja, Michael? Kannst du mir mal eine Analyse des Erdreichs hier machen? Selbstverständlich, Michael. Ganz normale Erde. Eine Mischung aus Carbon und Silikon. Weich bis zu einer Tiefe von, sagen Sie, Michael, rechts von Ihnen ist ein Stück Glas. Das sieht aus, als würde das nicht hierher gehören. Du kennst den Pächter der Anlage nicht, Michael. Das ist bestimmt ein Stück von seiner letzten Bierflasche. Bestimmt nicht, Max. Dazu ist es viel zu dünn. Kit, mach mir auch davon eine Analyse. Woher könnte das stammen? Sofort, Michael. Hast du Kit ein paar neue Tricks beigebracht, Michael? Ja, mir. Sie würden doch auch kein Pferd von hinten aufzäumen, Maxine. Das Stück Glas stammt von einer Mikrospritze. Eine Spritze? Kannst du irgendwelche Rückstände feststellen? Ja, Promazin. Ein tiermedizinisches Beruhigungsmittel. Promazin? Ist das Zeug stark? Heroin für Pferde. Es wird in der Chirurgie benutzt. Aber hier draußen hat so etwas eigentlich nichts zu suchen. Wie alt ist der Rückstand denn, Kit? 36 Stunden nach meinen Berechnungen. 36 Stunden. Maxine, wie viele Pferde haben denn mit dir zusammen trainiert? Also in dieser Woche waren wir ganz allein. Nur King Jack ist hier gelaufen. Aber worauf willst du hinaus, Michael? Ich denke gerade über Verschiedenes nach. Über Versicherungen zum Beispiel. Und über Partner. Da bist du aber auf dem ganz falschen Dampfer. Ich werde dir mal was über Tommy erzählen. Es gab Zeiten, da hat er die Wahl zwischen einem Hamburger für sich und einem Sack Hafer für King Jack. Und er hat den Hafer gekauft? Mhm, ganz genau. Er war immer ein fairer Partner, Michael. Und ein noch besserer Freund. Dann wird es ihm ja sicher nichts ausmachen, mir ein paar Fragen zu beantworten. Hey, Michael. Du würdest alles tun, damit ich meine Koffer erst mal wieder auspacke, hm? Das siehst du richtig. Komm jetzt. Ich lade dich zum Essen ein. Einige Meilen entfernt kommt Tommy Lee Burgess auf den Hof von Dr. Thorpe. Ah, da ist ja mein Millionen-Dollar-Pferdchen. Na, King Jack, alter Junge. Harley, warum hast du ihn so kurz angebunden? Er wird sich noch verletzen. Wenn ich das nicht tue, schlägt er mir den Schädel ein. Tommy, ich möchte, dass das Pferd so schnell wie möglich vom Hof kommt. Beruhig dich, Harley, wir haben es geschafft. Für alle Welt hat sich King Jack sozusagen in Luft aufgelöst. Trotzdem ist es riskant. Also, wie lange soll er hierbleiben, Tommy? Noch einen Tag, mein Freund. Und bis morgen hat er so viele grüne Scheine verdient, dass wir daran ersticken werden. Wenn wir nicht aufpassen. Am nächsten Tag kommt Michael wieder auf die Rennbahn, um sich ein bisschen umzusehen. Kit stellt er auf dem Parkplatz ab. Amüsier dich ein bisschen, Kumpel. Ich bin gleich wieder da. Michael? Sie wollen mich doch nicht inmitten dieser schrecklichen Viecher allein lassen. Vielleicht kannst du ihnen in der Zwischenzeit ja zeigen, was sie alles verkehrt machen. Bis nachher. Kaum ist Michael verschwunden, schlendert einer der vielen notorischen Wetter heran, die man immer in der Nähe von Galopprennbahnen findet. Kit verdunkelt seine Scheiben. December Bridge ist gut in Form. Mabel ist auch ausgezeichnet gelaufen. Aber Foster Folly ist mir noch was schuldig, der miese Klepper. Der muss es noch mal bringen. Gefühle sind im Wettgeschäft nun wirklich nicht angebracht. Taylor's Goose, viertes Rennen auf Sieg. Hey, wer war das? Sitzt du da in dem schwarzen Wagen? Das spielt doch gar keine Rolle. Ich gebe Ihnen nur eine rein wissenschaftliche Prognose. Und jetzt entfernen Sie sich freundlicherweise Richtung Wettschalter und ersparen Sie mir Ihr abergläubisches Geplapper. Pass auf, was du da sagst, Junge. Haben Sie Hintergrundinformationen?
Sagen wir mal, ich habe ein sicheres System. Und während Oscar loshetzt, um seine Wette zu machen, hat Michael den Partner von Maxine aufgetrieben, der gerade mit dem Auto gekommen ist. Tommy Lee Burgess? Ja? Entschuldigen Sie, mein Name ist Michael Knight. Ich habe Ihr Bild bei Maxine Fleming gesehen. Sie sind ein Freund von ihr? Ja. Max' Freunde sind auch meine Freunde. Wie geht es ihr inzwischen? Tja, ich habe sie noch nie so niedergeschlagen gesehen. Ich auch nicht, Mr. Knight. Sie macht sich selbst für den Unfall verantwortlich. Hm. Wissen Sie, ich habe ihr das noch nicht gesagt, aber offensichtlich denkt unsere Versicherungsgesellschaft genau dasselbe. Sie hält das Geld zurück, weil grobe Fahrlässigkeit vorliegen könnte. Wenn was schief geht, geht immer gleich alles schief. Also ich kenne Max seit vielen Jahren. Sie hat bestimmt nicht fahrlässig gehandelt. Sie hat keine Schuld an King Jacks Tod. Ich hoffe, Sie haben recht. Darauf können Sie wetten. Sehen Sie diese Glasscherbe? Mhm. Sie stammt von einer Mikrospritze. Ich habe Reste von Promazin an ihr gefunden. Tja, und? Diese Scherbe habe ich auf der Bahn gefunden, wo King Jack trainiert hat. Aber da werden doch Dutzende von Pferden trainiert. Ach, tatsächlich? Natürlich, jeden Tag. Hören Sie, wenn Sie irgendwas im Sinn haben, lassen Sie es lieber. Max und ich können das Geld von der Versicherung ganz gut gebrauchen. Das glaube ich gern. Ich habe eine Idee. Wenn Sie wollen, rufe ich den Arzt an. Vielleicht weiß der was Näheres. Danke, aber ich spreche lieber selbst mit ihm. Wir sehen uns noch. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Nach diesem für Tommy unerfreulichen Gespräch eilt er in seine Unterkunft. Und da erlebt er die nächste böse Überraschung. Kaum betritt er den Raum, wird er auch schon niedergeschlagen. Zwei Männer haben auf ihn gewartet. Tommy, schön, dass du da bist. Du kannst mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen. Ich suche ein Wort mit 10 Buchstaben für hoffnungslos verschuldet. Mr. Kavanagh! Ja, es könnte passen. Verzweifelt hat 10 Buchstaben. Ich bezahle meine Schulden in 48 Stunden, wie verabredet. Solltest du noch an deinem Leben hängen, kann ich dir nur raten, schaff 92 Riesen ran. Oder soll Louis dir mal zeigen, wie das ist, wenn man von einem Pferd einen Tritt vor die Kniescheibe fängt? Mr. Kavanagh, ich habe das Geld besorgt. Sie haben es sozusagen in der Tasche. Louis meint, dass dir schon irgendwelche Schnüffler auf der Spur sind. Du weißt, meine Investments sind mir lieb und teuer. Louis wird also in deiner Nähe bleiben und dich schützen. Solange, bis du deine Schulden bezahlt hast. Wie Sie wollen, Mr. Kavanagh. Wenig später hat Michael mit Kit die rollende Operationszentrale der Foundation erreicht, wo Bonnie sie schon erwartet. Okay, Kumpel, fangen wir an. Gib mir King Jacks genaue Zuchtbucheintragung. Sofort, Michael. King Jack stammt von Burleway D ab. Wenn ich noch weiter zurückgehe, finde ich 2 Derby-Champions und ein Pferd des Jahres in seiner Ahnenreihe. Und dann im Jahre 1915? 1915? Okay, das reicht. Ich mache mich dann wieder auf die Socken. Oh, nicht so hastig. In Kids Geldautomat fehlen noch 40 Dollar. Allerdings kann ich nirgends eine Quittung finden. Bonnie, wenn ich unterwegs bin, kann ich doch nicht auch noch auf jeden müden Dollar achten. Wäre es möglich, dass der Fehler bei mir im System liegt? Nein, versuch nicht, ihn zu decken, Kid. Danke, Kumpel. Wo fangen wir hin, Mike? Zuerst holen wir Max ab. Tommy hat unterdessen schon wieder eine Diskussion mit Dr. Thorpe. Erst wolltest du nur meinen Stall benutzen und jetzt willst du auch noch meinen Hänger haben. Komm, reg dich ab. Denk lieber an das viele Geld und an die Ferienwohnung in Florida. Ein Wagen? Wer kann das sein? Max und ihr Schnüfflerfreund. Verdammt. Ich bring das Pferd weg und du wimmelst sie ab. Ja, ich? Aber wie denn? Ist mir völlig egal. Hallo, Max. Dr. Thorpe, das ist mein Freund Michael Knight. Hallo, Doc. Er möchte gern mit Ihnen über King Jack sprechen. Was sollte da noch zu besprechen sein? Ich würde gern Ihren Unfallbericht sehen. Das macht Ihnen doch hoffentlich nichts aus. Ich weiß nicht, Mr. Knight. Üblich ist das eigentlich nicht. Er hat meine Erlaubnis, Dr. Thorpe. Na schön. Kommen Sie rein. Wenn du nichts dagegen hast, warte ich hier draußen, Michael. Na klar. Es dauert auch nicht lange. Etwas unwillig sucht der Tierarzt die Akte von King Jack heraus. Hier, bitte.
Aber ich weiß wirklich nicht, was Sie daran sehen wollen. Danke. Arbeiten Sie für eine Versicherungsgesellschaft? Nein, Sir. Es ist rein freundschaftliches Interesse. Ich will einfach herausfinden, wie der Unfall passieren konnte, damit Max wieder ruhig schlafen kann. Ich fürchte, Sie werden nichts Außergewöhnliches entdecken, Mr. Knight. Leider verliert man in diesem Geschäft fast jeden Tag irgendein Pferd. Max aber nicht. Dieses Röntgenbild hier, ist das King Jacks Bruch? Ja, das ist er. Sie können es hier gut erkennen, Mr. Knight. Es ist ein komplizierter Splitterbruch. In so einem Fall ist wohl ein ziemlich starkes Mittel notwendig, um dem Pferd die Schmerzen zu nehmen. Promazin zum Beispiel? Ja, das würde helfen. Aber warum sollte man das tun, wenn das Pferd sowieso den Gnadenschuss kriegt? Das, Sir, ist eine gute Frage. Mr. Knight, es tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit mehr. Ich muss meine Runde machen. Natürlich, Dr. Thorpe, Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe nur noch eine Frage. Hatten Sie an dem Morgen zufällig Ihr Gewehr mit? Mein Gewehr habe ich immer dabei, ja. Für alle Fälle. Danke, Sir. Danke für die Hilfe. Gern geschehen. Michael verlässt das Haus und wendet sich sofort an Kit. Kit, sieh dir mal das Gewehr von Dr. Thorpe an. Erledigt, Michael. Kit, was ist hier los? Der Stall brennt und Max ist eingeschlossen. Verdammt! Kit, kannst du das Feuer löschen? Ich werde es versuchen. Ein bisschen Kohlendioxid wirkt manchmal wohl. Kit, beeil dich! Max, wo bist du? Ja, sie sind in Sicherheit. Nachdem Maxine sich wieder etwas erholt hat, fährt Michael mit ihr zurück zur Rennbahn. Glaubst du, das Feuer war auch wieder ein Unfall? Jemand muss die Stalllaterne umgestoßen haben. Manche Leute sind schrecklich unvorsichtig. Ich bin da völlig anderer Meinung. Michael, ich habe die Analyse des Gewehrs von Dr. Thorpe fertig. Schieß los, Kumpel. Es ist gestern nachgeladen worden. Außerdem habe ich Spuren einer Wattierung im Lauf festgestellt. Es ist also wahrscheinlich, dass nur eine Platzpatrone abgefeuert worden ist. Also großartig. Jetzt ziehst du auch schon Dr. Thorpe in deine kleine Verschwörung mit rein. Maxine, Tommy hat mich angelogen. Er hat behauptet, dass ein Dutzend anderer Pferde mit dir zusammen trainiert haben. Er muss dich falsch verstanden haben. Tommy ist in letzter Zeit mit seinen Gedanken oft woanders. Ja, da ist aber noch was anderes. Kit hat bei der Untersuchung des Erdbodens an der Unfallstelle keine Blutspur gefunden. Nun nimm das und die Platzpatrone. Und irgendwas sagt, dass King Jack sich noch bester Gesundheit erfreut. Jetzt bist du grausam, Michael. Ich sage nur, was ich denke. Lass mir ein bisschen Zeit, Michael. Ich muss das alles erst mal verdauen. Warum zauberst du mir bis dahin nicht einen schönen schwarzen Kaffee? Einverstanden. Und während die beiden ihren Kaffee trinken gehen, wendet sich Kit einer neuen Aufgabe zu. Alles über Tommy Lee herauszufinden. Da kommt ein gewisser Typ mit einem gewissen Anliegen vorbeigeschlendert. Oh nein. Hey, wo hast du gesteckt, mein Freund? Hey, mach doch mal auf. Ich weiß, dass du da drin sitzt. Bitte gehen Sie, ich bin beschäftigt. Ach so, du hast Besuch. Sag mir doch eben schnell, wer gewinnt das siebte Rennen, Kumpel? Wie kann ich Sie nur dazu bewegen, mich in Ruhe zu lassen? Sag mir einfach den Gewinner des siebten Rennens. Also schön. Baltimore Net auf Sieg, Flying Fenwick auf Platz. Bist du verrückt? Flying Fenwick hat doch keine Chance. Sie haben mich um meine Meinung gebeten. Gehen Sie jetzt endlich zum Dead-Schalter, sonst ist es zu spät. Okay, Kumpel, danke. Ach, wenn ich mal irgendwas für dich tun kann, sag mir Bescheid. Sicher, sicher. Später erstattet Kit Michael Bericht über seine Nachforschungen. Der Kontostand von Tommy Lee Burgess steigt und fällt wie eine Achterbahn. Außerdem führt er relativ häufig Ferngespräche mit einem Anschluss in La Playa. Er gehört Randy Cavanaugh, einem berüchtigten Halsabschneider. Ach, im Ernst? Selbstverständlich. Interessante Spielgefährten hat der liebe Tommy. Sehen wir uns das mal aus der Nähe an. Kurz darauf stehen die beiden vor einer prächtigen Villa.
Michael, im Haus befindet sich ein illegales Spielcasino. Das wird ja immer besser. Hier verschwendet Tommy also sein ganzes Geld. Ich denke, ich sehe mich da drin mal um. Rück ein paar Hunderter raus, Partner. Oh, Partner. Immer wenn es um Geld geht, bin ich plötzlich Ihr Partner. Ach, Partner oder Kumpel ist doch völlig egal. Jetzt zier dich nicht so. Es sind geschäftliche Ausgaben. Wie Sie wünschen, Michael. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie mir noch 40 Dollar schulden. Ich kann Bonnie nicht ewig hinhalten. Danke, Kumpel. Mit einer kleinen Bestechung gelingt es Michael, in das Innere des illegalen Casinos vorzudringen. Es wird Roulette gespielt. Eine Weile sieht er nur zu. Dann spricht er leise in sein Funkgerät am Handgelenk. Kit? Kein Penny mehr. Darum geht es nicht. Ich glaube, dieses Roulette gehorcht nicht den Gesetzen des Zufalls. Kannst du dich da mal einschalten? Ich möchte jetzt gewinnen. Sag mir eine Zahl. Also, wenn Sie darauf bestehen, Michael, 23. Ich setze auf die 23. Die 23. Rien de plus. Rot gewinnt. Das ist nicht zu fassen. 36-facher Einsatz. Na, warum nicht gleich so? Ja. Die 9. Alles auf die 9. Rien de plus. Nummer 9, Rot gewinnt. Das kann doch nicht sein. Unmöglich. Der hat bestimmt ein System. Und in dem Stil geht es weiter. Als Michael kurz davor ist, die Bank zu sprengen, taucht plötzlich Randy Cavanaugh neben ihm auf. Sie sind ganz schön in Fahrt, Mister. Cooper, sind Sie der Boss hier? Ich würde es so sagen, dieses Haus gehört mir. Darf ich Sie zu einem Drink einladen? Nein, danke, ich habe eine Glückssträhne. Und ich bin abergläubisch, Sir. Wie haben Sie uns denn gefunden? Na ja, ein Spieler sagt's dem anderen. Obwohl ich mich eigentlich mehr für Pferde interessiere. Pferde sind nicht mein Fall. Roulette aber auch nicht. Wenn ich noch dreimal spiele, sind Sie pleite. Man sagte mir aber, wenn ich ein ganz bestimmtes Pferd suchen würde, wären Sie der richtige Mann. Tatsächlich? Welches Pferd meinen Sie? Kennen Sie das Pferd, das den schrecklichen Unfall hatte? King Jack? Haben Sie denn nicht auch davon gehört, dass das Pferd tot ist? Hören und Glauben sind zwei ganz verschiedene Dinge. Ich glaube, Sir, dass King Jack hier irgendwo quietschfidel auf einer Weide steht. Ach. Übrigens, dem Mann, der ihn mir bringt, zahle ich eine erkleckliche Summe. Nun, es wäre möglich, dass ich jemanden kenne, der wiederum jemanden kennt. Sie wissen, wo Sie mich finden können, wenn Sie mit mir ins Geschäft kommen wollen. Natürlich, Mr. Cooper. Ich gehe jetzt meinen Gewinn tauschen. Wir sehen uns. Louis, komm mal her. Ja? Dieser Spieler da drüben hat mir ein interessantes Angebot gemacht. Ich will, dass du ihn überprüfst. Spieler ist gut. Das ist Michael Knight. Ich habe ihn zusammen mit unserem Freund Tommy Lee gesehen. Tatsächlich? Na, dann ist seine Glückssträhne gerade zu Ende. Noch an der Kasse wird Michael von hinten niedergeschlagen und in den Kofferraum meines Autos verfrachtet. Unterdessen hat Tommy schon einen Käufer für King Jack gefunden. Den reichen Araber Rashid. Temperamentvoll, was? Nein, er ist bösartig. Aber ich liebe solche Hengste. Ich will ihn haben. Ich wusste, dass Sie ihn kaufen würden, Rashid. Aus ihm wird mal ein Champion. Das hoffe ich. In seinem Sinne. Für Verlierer ist nicht lange Platz in meinem Stall. Bringen Sie ihn zum Lincoln Hills Airport. Selbstverständlich. Gern. Aus dem Kofferraum des fahrenden Autos heraus hat Michael Kit zur Hilfe gerufen. Der war natürlich wenig später zur Stelle und hat ihn befreit. In einem halsbrecherischen Kletterakt ist Michael dann nach vorne gekraxelt und hat Louis, den Fahrer, vom Steuer weggeholt. Rede, du Hund! Was wollt ihr Typen eigentlich von Tommy Lee Burgess? Wie viel schuldet er euch? Von mir hörst du nur vier Worte. Ich will meinen Anwalt. Mr. Kerner, was machen Sie denn hier draußen? Oh, ich wollte nur ein bisschen Luft schnappen, Tommy. Du weißt ja, wie stickig es manchmal wird im Club. Ich hatte übrigens Besuch von einem gewissen Michael Knight. Er hat ganz zufällig erzählt, wie wertvoll dieses Pferd tatsächlich ist. Deswegen bin ich jetzt dein neuer Partner, Tommy.
Ich brauche keinen neuen Partner. Ich sage dir nicht, was du brauchst, sondern was du hast. Dein Kredit läuft aus und ich sammle meine Anteile ein. Das sind ungefähr 75% von dem, was dir der Verkauf dieses Pferdes bringt. 75%? Völlig richtig. Sei mir lieber dankbar, Tommy. Ich könnte dir auch alles wegnehmen. Aber großzügig wie ich bin, lasse ich dir 25%. Sag deinem neuen Besitzer guten Tag, King Jack. Hey! Ach, verdammt nochmal, jetzt sehen Sie, was Sie angerichtet haben. Er hat sich losgerissen. Steh hier nicht rum, fang ihn wieder ein. Das schafft kein Mensch. Und was willst du jetzt tun? Sie kennen sich vielleicht mit Glücksspielen aus. Ich aber mit Pferden. Wir kriegen ihn wieder, seien Sie unbesorgt. Später, im Stall an der Rennbahn, hört Maxine plötzlich ein vertrautes Wiehern. King Jack! Oh, du lebst, ich bin ja so... Sehen Sie, was ich Ihnen gesagt habe. Sie rennen immer zurück in den Stall. Bringen Sie den Gaul jetzt endlich weg und binden Sie ihn besser an. Ja, Mr. Kavanagh. Warum, Tommy? Wir hatten doch so viel vor. Was ist mit all unseren Träumen? Wie konntest du mir das antun? Du hättest mich ihn verkaufen lassen sollen. Aber King Jack ist doch keine Ware, die man mal eben weiterverkauft. Er ist doch alles, wofür wir gearbeitet haben, Tommy. Und ich hab dir so vertraut. Du verstehst es nicht. Ich habe Schulden. Sehr, sehr hohe Schulden sogar. Für mich stellt sich nur die Frage, entweder das Pferd oder ich. Schluss mit dem Gequatsche. Tommy, du verlädst jetzt das Pferd. Und die Kleine nimmst du auch mit. Mr. Kavanagh, ich kann Max doch fesseln. Wenn sich jemand findet, sind wir längst über alle Berge. Du willst vielleicht nur verschwinden, aber ich habe ein Geschäft zu erledigen. Und ich mache keine halben Sachen. Also nimm sie mit. Der Einzige, der hier überhaupt jemanden mitnimmt, bin ich. Michael! Weg! Kit, schnapp ihn dir! Kit, den Trick kannte ich ja noch gar nicht. Mit dem Sonnendach einen Kinnhaken. Nicht schlecht, Partner. Kreativität als Grundlage des Erfolgs. Ah, hören Sie, Mr. Knight, können wir nicht verhandeln? Verhandeln können Sie mit dem Richter. Ihr kleines Casino ist übrigens mittlerweile auch schon hochgenommen. Die Polizei muss jeden Moment hier sein. Wenig später sind die bösen Buben im staatlichen Gewahrsam. Und Michael verabschiedet sich von Maxine. Michael, nochmals vielen Dank für alles. Wo wäre ich jetzt nur ohne dich? In Atlanta. Endlich finde ich Sie. Was haben Sie mir angetan, Partner? Kennen wir uns? Sie haben mir doch gesagt, ich soll auf Flying Fenwick setzen. Das habe ich Ihnen gesagt? Natürlich haben Sie. Kit, gibt es da vielleicht irgendwas, was ich wissen sollte? Wie man's nimmt, Michael. 20 Mäuse habe ich auf den lahmen Gaul gesetzt und jetzt ist mein ganzer Wochengewinn verloren. Ich muss tatsächlich wieder anfangen zu arbeiten. Kit, hast du auf ein Pferd gewettet? Statistisch gesehen hätte ich nicht verlieren können. Das sagen alle, die dem Wetten verfallen sind. Michael, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? Was denn? Könnten Sie mir $20 leihen? Nein.